waren vieles in der Siedlung keinem auf. Doch dann später mit den Jahren merkten wir, dass wir uns ähnlich waren. An den Augen, an den Haaren. Und dann fiel es allen auf. Und da kamen wir selber drauf. Wir wohnen in derselben Straße, wir sind die Söhne vom Bofrostmann. Jürgen, Heinz und auch der Lasse, alle Söhne vom Bofrostmann. Ja, der war's, der war's, der war's, Papa. Schweizer Röstis, Frikadellen, bringt bei uns der Bofrostmann. Ab und zu auch Samenzellen, wie man an uns sehen kann. Mama sagt, dass sie nicht kochen kann, deshalb kam immer dieser Mann. Und wir mussten irgendwann. Wir wohnen in derselben Straße, sind die Söhne vom Bofrostmann. Jürgen, Heinz und auch der Lasse, alle Söhne vom Bofrostmann. Ja, der war's, der war's, der war's. Wir wollen nicht länger schweigen, wir sind sicher nicht allein. Wir müssen doch ganz viele sein. Er fuhr durch viele Straßen, die tiefgekühltes aßen. Schaut euch um, das sieht ein Blinder. Hier gibt's noch viel mehr Bofrostkinder. In jeder Stadt, in jeder Straße gibt es Kinder vom Bofrostmann. Und wir fänden's ziemlich klasse, wenn man sich mal treffen kann. Das macht Spaß, macht Spaß. Gibt es Kinder vom Bofrostmann? Und wir fänden ziemlich klasse, wenn man sich mal treffen kann. Das macht Spaß, macht Spaß. Halleluja! Brüder und Schwestern, lasst uns treffen zu den Eisheiligen. Denn das macht Spaß. Sag mal, wisst ihr eigentlich, was Osteopathen sind? Nee? Sicher? Das sind Orthopäden für Sozialpädagogen. Ja, ja. Aber das nur nebenbei. Sozialpädagogen, die beschäftigen sich ja mit der Erziehung. Und es gibt Sozialpädagogen, die sagen, man kann mit der frühkindlichen Erziehung nicht früh genug anfangen. Hör mal, ich kenne welche, die lassen beim Geschlechtsverkehr das Schulfernsehen laufen. Und zwar so laut, dass die Nachbarn sich beschwert haben, sie könnten ja jetzt das Stöhnen ja nicht mehr hören. Wie dem auch sei, frühkindliche Erziehung ist nicht mehr wegzudenken. Und die Zeichen der Zeit haben natürlich auch die roten Funken erkannt. Und die veranstalten mittlerweile ganz spezielle Kurse für werdende Funkenfrauen. Da wird FFF praktiziert. Funkenfötenförderung. Da lernen die kleinen Funkenföten rhythmisches Stippefötchen. Oder synchrones Schunkeln im Fruchtwasser. Ne? Ja, das ist super. Und natürlich wollen diese kleinen Funkenföten irgendwann eine Russ. Und wie, wo und wann das passiert, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja. Liebe Gäste, liebe Vereinskameraden, herzlich willkommen zur heutigen Präsentation des Funkennachwuchses des Jahrgangs 2007. Sie stehen vor der Tür und Sie sind der Stolz unserer traditionsreichen Garde, denn Sie tragen unter Ihrem Herzen unser aller Zukunft. Meine Damen und Herren, erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Ja, ich meine das ernst, so kommen Sie schon hoch, ich muss doch die Treppe hier hoch, ne, ja. Sie stehen vor der Tür. Die Funkenmütter, Jahrgang 2007. Und ein Marsch!
Somit entbiete ich jetzt auch euch mein allerherzliches Willkommen an diesem schönen Tage, der auch für euch ein ganz besonderer Tag ist. Tragt ihr doch an diesem heutigen Tage dazu bei, dass unser traditionsreiches Korps, die Roten Funken von 1823 e.V., nicht auszusterben droht. Denn ihr, liebe Frauen, habt eure brave Pflicht als Funkenfrauen wacker erfüllt und habt euch auf unserem letzten Funken-Biwak von unseren Staatsoffizieren decken lassen. Dafür mein ganz besonderer Dank, denn auch beim Kinderkriegen gilt der schöne alte Spruch, wenn die Frau nicht mitmacht, hat es keinen Zweck. Ja, lassen Sie mich an dieser Stelle aber auch unseren wackeren Vätern danken, die teilweise unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte und das im besoffenen Kopf... Willi, ich will nicht stören, aber mach Vorrang. Wir sind für in 30 Sekunden ausgerechnet. Oh, da habe ich ein bisschen verplaudert. Na, da würde ich mal sagen, pflück ab in unseren freundlicherweise von unserer Hausbrauerei provisorisch bereitgestellten Kreissaal. Denn, meine Damen und Herren, wir machen hier und heute eine Brauhausgeburt. Und eine Geburt ist ja normalerweise kein größerer Umstand, außer dass hinterher bei den Frauen der dicke Bauch wieder weg ist. Meiner ist immer noch da. Kleiner Scherz am Rande. Aber der Rhythmus der Geburt, das ist die entscheidende Kunst der roten Funken. Und damit das richtig fluppt, wenn nämlich da so ein kleines Funkenfrüchtchen einen Moment zu früh rausflutscht, ist bei dem das Timing im Eimer und das Kerlchen ist womöglich sein Leben lang für keine Tanzdarbietung mehr zu gebrauchen. Und damit das jetzt schön flutscht alles, werden wir unseren Müttern helfen durch das Zünden einer Rakete. Mädels, seid ihr soweit? Dann heißt es Pressen! Kommando 1! Kommando 2! Pressen! Kommando 3! Und da müsstet ihr flutschen und damit Ausmarsch! Ja, da sind sie nicht lecker, ja? So, ihr Lieben, jetzt aber ein bisschen Disziplin. Krabbelknubbel, ob ihr passt. Und Tanz! We'll be right back.
Liebe Immis, dear Foreigners, herzlich willkommen zu unserem Crashkurs Kölsch für Touristen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, hier in unserem Welcome Center direkt neben dem Dom. Kölsch ist ja bekanntlich die einzige Sprache, die man auch trinken kann. Und mit ein paar wenigen Englischkenntnissen werden Sie hier und jetzt unsere wunderschöne Sprache erlernen. Sie müssen nur ein bisschen mitlesen. Wir beginnen mit Hello, say you doings. Mit einer gängigen Grußformel, die besonders Besuchern aus dem asiatischen Raum recht leicht fallen dürfte. Wir machen das jetzt so, ich lese vor, Sie lesen nach. Los geht's. You. You. Ten. Ten. More. More. Yen. Yen. Jetzt alles zusammen. Jute Moje. Wunderbar. That speaks you very prima. Wo finden wir den typischen Kölner? Natürlich da, wo er isst und trinkt und somit sein wahres Wesen offenbart. Im, und jetzt lesen wir alle schön laut zusammen, Brauhaus under Eck. All together, Brauhaus under Eck. Wunderbar. You see? You speak already Kölsch. Ach, junger Mann, das wäre doch nicht nötig gewesen. Eines dürfen Sie allerdings in einem Brauhaus niemals machen. Bei einem der immer freundlichen Kürbisse. So wisst ihr, wovon ich spreche, ne? Bei einem der immer freundlichen Kürbisse Rotwein oder Cocktails bestellen. Dann kriegen Sie schon mal Beschimpfungen zu hören, wie zum Beispiel Fair. Peace, Dish, Dreck, Sack. All together, verpiss dich, Dreck, Sack. Das Erfreulichste an Köln sind natürlich die Kölnerinnen. Wir nennen sie auch gerne Leckermächer. Und wissen Sie, wann das am besten funktioniert mit der Leckermädchen? An, we, fair, far, stay, love, and. All together, vive faste lovend. Ab da befindet sich unsere Stadt im Ausnahmezustand mit dem High Point, dem Höhepunkt. Rus a Mon Dach. All together, Rosemondach. Da treffen sich die Touristen und die Kölner am Zugweg und rufen: Come LA. Together, Kamelle. Wunderbar. So viel für heute. So much for today. And you see, now you are not only drinking, now you are speaking, Coach. Der Brief, den du mir schriebst, hat mich schockiert, weil du darin von Trennung sprichst. Ich hab ihn dir mit Rotstift korrigiert, damit du weißt, so trennt man nicht. Ich zitiere zweite Zeile, weil du ein Arsch bist, muss ich gehen. Das kann ich so nicht akzeptieren, denn dazwischen muss was stehen. Da kommt ein Komma, so viel Sorgfalt muss sein. Da kommt ein Komma,
versteht das kein Schwein. Und weiter hier unten im Absatz 2, wo es um mich als Schlappschwanz geht, schreibst du, fick dich ins Knie, es ist vorbei. Das hat mir den Magen umgedreht. Also wirklich. Dieser Satz ist grammatikalisch desolat, das tut mir weh. Du benutzt primitive Imperative ganz ohne Zeichensatz, oh je. Aber mach mal ein Komma. Versteht das kein Schwein. Nach all den Jahren hatte ich da wirklich mehr erwartet. Hier auf der zweiten Seite geht's ja weiter. Sie schreibt, mein neuer Freund macht mit mir Sachen, die man in Rumänien nicht in diesen Kellern auf CDs brennen würde. Schatz, Sachen, Komma, die man in Rumänien nicht auf CDs brennen würde. Also wirklich, okay. Dieser Brief ist ungenügend, von Grammatik keine Spur. Du hast Zeit bis nächsten Montag für die richtige Korrektur. Aber dann mit Punkt und mit Komma, richtige Interpunktion, mit Punkt und mit Komma. Korrekter Konjugation, nur mach man Komma. Ich glaube, ich sagte das schon. Und Punkt auf dem Komma nennt man Semikolon. PS, Komma, bitte sofort zurück, Ausrufezeichen. Jetzt kommen wir zu einer Neuigkeit auf dem Zeitschriftenmarkt. Demnächst hier wird eine Zeitschrift am Kiosk, die beschäftigt sich nur mit den Bedürfnissen unserer Altersgruppe. Und die Präsentation der Erstausgabe erleben wir natürlich hier und heute auf unserer Bühne. Einen herzlichen Applaus für Nina aus Hagen. Sisters and fat brothers, I'm so proud to present you the Bravo Jubiläums Gala tonight. 50 Jahre Bravo, spürt ihr die Vibrations? And now, Überraschung, ab heute gibt es die Bravo auch für alle, die älter sind als 50. Zum Jubiläum präsentieren wir nun die erste Ausgabe der neuen Bravo Senior. Yeah. Die neue Bravo Senior hat jede Menge interessante Artikel für euch. Zum Beispiel Kölbes Hotel, alles über unsere heißen Nächte mit alleinerziehenden Müttern. Und natürlich mit dabei The King of Bravo, Soul Sisters, Gott ist nicht tot. Er heißt ab heute Dr. Spätsommer. Ja. Yeah. Guten Abend. Auch heute beantworten wir wieder Leserfragen. Aus Gründen der Diskretion haben wir die Namen unkenntlich gemacht. Hier schreibt zum Beispiel eine Frau W. Anninger aus Köln. Hallo, lieber Dr. Spätsommer. Also ich bin jetzt mit meinem Freund seit gut 30 Jahren zusammen, aber so langsam wird der Sex ein bisschen langweilig. Und jetzt will er auch nach unten liegen. Was soll ich tun? Frau W. Anninger, stellen Sie sein Bett einfach in den Keller. Dann kann er unten liegen, solange er will, und er stört Sie auch nicht beim Sex. Super. Eine Frage von J. Innemann aus Göttingen. Lieber Dr. Spätsommer, ich gehe jetzt so langsam auf die 60 zu und kenne mich da nicht so aus. Wie nennt man das denn, wenn man Sex im Alter hat? Rheuma decken. Danke. Ja, die neue Bravo Senior räumt auf mit Vorurteilen. And now,
It's time for love. It's time for the Bravo Senior Fotoroman. Was bisher geschah? Die beiden Singles Bernhard, 53, Gesamtschullehrer, und Edeltraut, 52, hauptberuflich Mutter einer 30-jährigen Tochter, haben sich im Internetportal www.nichtmehrganzso-neu.de kennengelernt. Heute treffen sie sich zum allerersten Mal. Da kommt er. Scheiße. Da kommt er. Scheiße. Da kommt er. Ach du Scheiße. Ich bin Lehrer. Fantastisch. Fantastisch schreibt man mit F. Tolle Figur. Kommt vom Kegeln. Bestellen. Mist, Brille vergessen. Zucchini? Nein, lieber zu mir. Oh Gott, wo ist mein Viagra? Fortsetzung folgt. Yeah, Soul Sisters! Midlife-Krise. Das Wort hat für die Männer ja zwei Bedeutungen, wa? Erstens, es ist die Krise in der Mitte ihres Lebens. Und zweitens, in ihrer Mitte ist kein Leben mehr. Und spätestens dann ist es an der Zeit, dem heiligen Plan der kosmischen Mutter zu gehorchen und unsere Körper so zu akzeptieren, wie sie sind. That's me 2007. Hallo. Ich heiße Herbert und ich habe festgestellt, dass 50-jährige Männer auch in so einer Art Pubertät sind. Mein 15-jähriger Sohn und ich stehen nämlich plötzlich auf 20-jährige Frauen. Und wir beide müssen uns plötzlich rasieren. Er am Kinn und ich in der Nase. Ich heiße Renate, bin 52 und Single. Das Schöne am Alter ist, dass ich gelernt habe, meinen Körper so zu lieben, wie er ist. Ich mag sogar meine Krampfadern. Die sehen aus wie der Streckenplan der Berliner U-Bahn. Schade nur, dass ich in Köln lebe. Tifte, 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 tifte. Ich komm zu euch ganz ohne Zweifel aus Mechernich tief in der Eifel. Hab hier und heut mein Coming Out, ich steh da drauf, wenn man mich haut. Zu Hause weiß davon kein Schwein. Da kann ich nicht so offen sein, denn sexuelle Fantasie beschränkt sich dort aufs Federvieh. Doch hier in Köln, da ist man offen, hab gerade noch einen Typ getroffen, in Lack und Leder, so wie ich. Gebürtig auch aus Mechernich. Er sagt, in Köln, wer hat kein Ding, die ganze Stadt stünd hier und ping. Und wenn ich auch auf Schmerzen stehe, dann geht doch einfach zum FC. Und was man Sadomaso nennt, liegt mittlerweile voll im Trend. Das liegt an einem schlechten Buch, ein jämmerlicher Schreibversuch. Das Werk, das nennt sich Shades of Grey, das tut ja schon beim Reimen weh.
Da wird gefesselt und geknebelt, da werden Kräne ausgehebelt, da setzen mit der Peitsche Hiebe und mit dem Mang die große Liebe, mal dominant und mal devot, der Hauptsache ist es, Hetz ist Jod. Und hast du Bock auf Schmerz und Qual, ist Gölle deine erste Wahl. Komm mit und überleg nicht lange, et hätt noch immer Jod je Jange. Vom Drang nach Schmerzen angetrieben, betrete ich um kurz vor sieben im Juchzen nicht den großen Saal. Und hier beginnt die Höllenqual. Einmarsch durch das Tamburchor, ich blute leicht aus einem Ohr. Dann setzt die dicke Trumm mit ein, Taubheit kann ein Segen sein. Die Domina mit rotem Haar singt's Mottolied wie jedes Jahr. Und auch die Band mit Vogelnamen kennt wieder einmal kein Erbarmen. Nikuta und die Kolibris, der Kölsche ist vor Jahr nix fies. Die Musik spielt im Dreiertakt, wer jetzt noch sitzt, der hätt verkackt. Von rechts und links hakt man sich ein zum Sadomaso-Ringelrein. Von beiden Seiten wird gezogen, mir wird das Rückgrat fast verbogen. Der Kerl von rechts zerrt fürchterlich, das ist der Typus Mechanisch. Ich mit Schleudertrauma zur Toilette, wo ich mich an die Bissrin rette. Alte Männer als Piraten mit einem Bein schon auf Melaten. Cowboys, Clowns und auch Matrosen stehen hier mit offenen Hosen, erleichtern sich mit lautem Stöhnen und auch noch ganz anderen Tönen. Wenn man danach das Klo verlässt, da ist man ziemlich eingenässt. Das ist ja, so soll es sein. Die Klapsmühle lässt ja jeden rein. Bin jetzt in diesem Baggerschuppen und zwischen tausend Bergheimpuppen. Da steht ein Kerl, den kenne ich. Das ist der Typus Mechanisch. Er packt eine Tussi an den Po und zerrt sie Richtung Damenklo. Da kommt ihr Freund, das geht ratzfatz. Mechanisch braucht Zahnersatz. Und morgen geh ich dann als Nubbel mit dem ganzen Stroh gezummel. Bespuckt mich, tretet mich mit Füßen. Ich hab's verdient, ja, lass mich büßen. Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Tschö Karneval, tschö Quälerei. Da bin ich brav und esse Fisch mit Frau und Kind in Mechernich. Oh, was tut das weh? Oh, was tut das weh? So was haben wir lange nicht gesehen. So lass ich es krachen. Ich wollte feiern, bis der Morgen graut. Ich wollte singen, springen, tanzen, lachen. Doch es kam anders, ich kam scheiße drauf. Muss schon im Sitzen schwitzen, an Tanzen nicht zu denken. Blöd zu wissen, wissen ist unmöglich, weil ich komme aus meinem Kostüm allein nicht raus. Scheiße verkleidet, scheiße verkleidet. Hätte ich nur gewusst, dass man in so einem Fell so leidet. Scheiße verkleidet, scheiße verkleidet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ihr mich nicht beneidet. So leicht ließ ich mich nicht unterkriegen. Ich stürzte mich trotz allem ins Gewühl. Ich wollte mich an so'n süßen Engel schmiegen. Sie rumzukriegen wär ein Kinderspiel. Doch hatte ich Flusen beim Schmusen. Mein Fell löste sich auf. Sie sagt, ich müffel. Da stünde sie nicht drauf, sähe aus wie ein ausgefranster Bär. Sie meint, ich wär scheiße verkleidet, scheiße verkleidet. Hätte ich nur gewusst, dass man mit so einem Fell so leidet. Scheiße verkleidet, scheiße verkleidet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ihr mich nicht beneidet. Piano Solo.
den Zug nach Freschen. Ich wollte möglichst schnell nach Haus zurück. Als ich erwachte, musste ich fast brechen. Ich stand im Bahnhof, Reda Wiedenbrück. Scheiße verkleidet, scheiße verkleidet. Hätte ich nur gewusst, dass man mit so einem Fell so leidet. Scheiße verkleidet, scheiße verkleidet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ihr mich nicht beneidet. Riffik und Jecken, wenn es Nacht wird in Kölle, dann gehen ja die Kölner und Kölnerinnen brav in das Bett. Doch es gibt einen in der Stadt, der findet einfach keine Ruhe. Und der Grund dafür ist ein Fenster. Kinders, hätte der Mamkin andere Sorge. Und der Scheiß da, ja, der muss jetzt fort, drum schmeiß mal diesen Scheiß da kaputt. Oh. Was ist? Wer da? Joachim. Oh, ist hier etwa Weibsvolk in meiner Kathedrale? Wenn ich die kriege, dann mache ich aber dann mal sowas von raus! Joachim! Mama? Joachim, ich bin's. Gott. Gott! Oh Gott! Welcher Gott? Los, los, zeig dich, du Schlampe! Hier, Joachim! Ich bin's! Dein Gott. Gott, eine Göttin? Niemals. Satan weiche. Domini und Kraut ex ex vobis cum. Und hopp, Sodom und Gomera. Joachim. Gott, eine Frau? Not in my house. Not in my house. Ene mene mu, jede Frau ist dümmer wie eine Kuh. Ene mene mu und weg bist du. Hex, Hex. Hex, Hex. Oh. Wo sind meine Streichhölzer? Brennen soll sie, die Hexe, brennen soll sie. Okay. Vielleicht bist du Gott. Obwohl, ich brauche noch mehr Beweise. Ach, Joachim. Du trägst hellblaue Unterwäsche, oh. Du träumst von Hexenverbrennungen, ja. Und vor dem Schlafengehen schaust du dir medizinische Fachbücher über die Kastration von Homosexuellen an. Oh ja, ja, oh ja, stimmt. Dann bist du also wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so heiße ich. Nein, das glaube ich nicht, das ist nicht fair. Dann glaube ich eben was anderes. Ach, oh, sit, 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 sit. Oh, au. Okay, was soll ich tun? Lass deine Finger von dem Fenster. Aber diese Kirche darf nicht entweiht werden. Dieses Fenster ist entartet. Wir werden es bis auf den letzten Glassplitter ausrotten. Wollt ihr den totalen Glasbruch? Ich meine, ich weiß überhaupt nicht, was so etwas in unserem schönen Dom zu suchen hat. Es erinnert mich an einen Lappenclown. Das reicht. Och, ich glaube, es hackt. Hack, 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 hack. Das ist doch kein Grund. Ach. Oh, okay, es bleibt. Geht doch. Aber nur,
weil Göttin es so will und unter Protest. Was soll nur aus unserem schönen Dom werden? Aber das hast du doch selbst gesagt. Was? Das Fenster passt besser in eine Moschee. Das hab ich gesagt? Oh, das war doch nur so dahingeplappert. So. Das war nur ein Spaß. Joachim, keine falsche Bescheidenheit. Oh. Der Dom ist groß genug für alle. Ja. Er wird Kirche und Moschee. Ja. Mit Minarett und Kuppel. Niemals, niemals, solange Gott noch seine Füße unter meinen Altar stellt, werde ich das zu verhindern wissen. Ich werde. Joachim, nichts wirst du. Ich bestimme die Musik. Wir kommen vom Teppich Eierstock. Wir bringen den Gebetteppich für die Dommoschee. Wenn Sie mir das hier quittieren? Ja. Halt mich mit dem Schuh. Joachim, ist das nicht schön? Der Dom wird wieder voll sein. Tag, Chefin. Tag. Das ist nur ein Teppich. Das ist kein Beweis. Nicht mit dem Schuh. Oh Gott, ist mir schlecht. Ich meine, unser Dom ist doch kein öffentliches Klo, wo jeder seine religiöse Notdurft verrichten kann. Du hast recht, Joachim. Ja. Alle sollten im Dom beten. Ja. Was? Alle? Ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Jetzt kommen alle hier in den Dom. Ja. Was ist mit Hindus? Alles meine Kinder. Oh, Buddhisten. Ja. Hottentotten. Ja. Kannibalen. Ja. Oh. Und Evangelien? Die nicht. Joachim. Irgendwo hört der Spaß auf. Na Gott sei Dank. Baue, musse gönne, schwieße Schrove und Polsterung von inne. Jans am Eng, neuet Huchlands Färfdruck. Und da dat alles so schön blieb, dat is minge Job. Ich bin ein Bösch in der Autowaschanlage. Ich bin ein Bösch, bin am Dreh und am Schäumer der ganze Tag. Ja, wer ist denn da als nächster dran? Leckens am Arsch. Porsche Cayenne, die Kiste sieht so bedrisse aus. Ich mach jetzt schnell mit der Rhythmus hier raus. Froch den Oberbösch, bist du so nett? Messens minge Hälfte mit. Se seht. Nee, du bist bestuss. Doppelbösche, han ich keine Lust. Urlaub hätt der Lappelbösch. Jed hück mit beide Fädelstösch. Ich sag noch, Porsche Cayenne, das ist doch nur ne Ware. Letzter Ausweg, Drahtbösch frage. Ich bin ein Bösch in der Autowaschanlage. Ich bin ein Bösch, bin am Dreh und am Schäumer der ganze Tag.
unaufhaltsam ginge dann durch das Ferienreinigungsspezialprogramm. Nur der Ferienbüsche sind nicht nit zu gebrauchen. Alle vier sind Russ, ein Rocher. Leider haben sie nicht Bescheid gesagt. So haben die Ferienreinigungsbüsche an Presskolben ihre Erbig gemacht. Han mit der spitzen Schruve in der Mitte viermal der Reife von der Felge geschnitten. Ich bin ein Bösch, ich bin ein Bösch, ich bin ein Bösch in der Autowaschanlage. Ich bin ein Bösch, ich bin ein Bösch, bin am Trio und am Schäumer der ganze Tag. Quer durch unsere Waschanlage geht ne dicke Eisenbalke. Das Ding, das sieht gefährlich aus. Das Ding ist auch nicht schön. Das Ding ist ever müdig, weil in dem Ding da sitzt der Föhn sehr schön. Der Föhn, jawohl, jawohl, alles klar. Aha. Holste. Rollst du ob der Balken zu, hesse Angst, hätte ich dich rammel. Aber weh in so'm kleinen Abstandssensor, deht dat nicht so kummel. Schön ist, wenn der Sensor geht, schlecht ist, wenn er schlafen deht. An der dicke Balken kant hätt sich der Porsche von singen Dach getrennt. Ich bin ein Bösch, ich bin ein Bösch, ich bin ein Bösch in der Autowaschanlage. Ich bin ein Bösch, ich bin ein Bösch, bin am Dreh und am Schäumer der ganze Tag. Als ich Papsat vom Mittag komm, stund ohne riesige Blechhaufe. Aus jeder Ritz, aus jedem Loch kommt Wasser rausgelaufen. Nur eins, das konntest du nicht erkennen, dass der Porsche mal ein Porsche war. Ich bin ein Bösch und ich bin ein Bösch. Ich bin ein Bösch in der Autowaschanlage. Ich bin ein Bösch. Ich bin ein Bösch. Bin am Dreh und am Schäumer der ganze Tag. Ich bin ein Bösch. Ich bin ein Bösch. Ich bin ein Bösch in der Autowaschanlage. Wir sind Bösche 1, 2, 3. Bald ist Kölle Porsche frei. Bye, bye. Muslimischen Krawallmöhne, die Burka Mariechen des arabischen Frühlings und mir an Spaß. Was ist ein Salafist zwischen zwei Frauen? Sarret. Eine Bildungslücke. Mein Mann, der hatte ja neulich eine Erektion. Ja, und da ist er mit verbundenen Augen hier in der Wand gelaufen. Ja, und? Ja, er hat sich die Nase gebrochen. Ja, und seit es die Tretminen gibt, haben wir beide ja kein Problem mehr, 5 Meter hinter unseren Männern herzulaufen. Da macht es Bumm, wer unser Krach. Mein Cousin, ja. Der war ja neulich auf dem Weg zum Attentat. Und da sagt sein Kollege für den, hör mal, passt bloß auf, dass die Bombe nicht zu früh hochgeht. Sagt er, macht nix, ich habe eine zweite dabei. Ja, ich hab ja Spaß mit den Männern. Sag mal, Fatma, bist du eigentlich als Jungfrau in der Ehe gegangen? Einmal ja, viermal nein. Wie jetzt? Ja, ich hab doch schon den 5. Selbstmordattentäter. Sag mal, wisst ja.
ihr, wie man einen 50-jährigen Selbstmordattentäter nennt? Sarret. Spätzünder! Sie hat das Wahre. Mein Mann, ne? Der ist ja neulich auch verunglückt. Selbstmordattentat? Nein, er ist beim Kartoffelholen auf der Kellertreppe ausgerutscht und hat sich jetzt die Nick gebrochen. Und was hast du gemacht? Nudeln. Wir sind ja verschleiert, trotzdem wird gefeiert. Wir ziehen jetzt in die nächsten Hallen. Krawall unter der Burka, tut uns gefallen. Buonasera a tutti, mein Name ist Francesco Schettino. Ich bin die Capitano von die Costa Concordia und ich bin gerade auf Europa-Tournee für zu sprechen über die Lüge, die erzählt worden sind über mich. Ich habe ein Buch geschrieben, die heißen SOS, Save Only Schettino, und einen CD rausgebracht, die heißen Frauen und Capitano zuerst. Und daraus musste ich jetzt ein Lied singen mit der Hilfe von der tolle Kapelle Kobes Untergang. Bitte spiele einen Song, grazie, dass ich hier sein darf. Los geht's. Ich war nicht da, ich war nicht auf der Brücke, als diese Unglücke vor Giglio geschah. Blöden Matrosen mit schneeweißen Hose, die kamen nicht klar. Ich war nur kurz auf Toilette, du weißt doch, ich hätte gesehen die Gefahr. Für die Concordia. Ich war nicht da. Reederei sagt, wir müssen die Insel schön grüßen, wär keine Gefahr. Wir wollten nur winken, dann waren wir am Sinken, wir waren viel zu nah. Am die Felsen aus Stein, da kam Wasser herein und da war mir schon klar, Katastrophe ist da. Ich war nicht da. Ich war gerade am Schmusen mit die blonde Tuse aus Moldavia. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff auf der Concordia. Dann hat Schiff so geholpert und ich bin gestolpert in ein Rettungsboot. Sonst wär ich jetzt tot. Als ich die Scheiße dann sah, von Land aus mein stolzes Schiff Concordia, lag sie wie weit wundes Reh ganz schräg in die See. Ich gebe euch Ehrenwort, ich wollte sofort wieder zurück an Bord. Ich blieb nur deshalb an Land, was ruck war, ist gehand. Die ganze Welt nennt mich jetzt Drückeberger, ich habe nur Ärger, dabei bin ich Held. Ohne mich hätte das Schiff sich am Boden des Meers zu den Fischen gesellt. Fuhr das Schiff an die Küste, bevor ich mich verpisste, es ist nicht der Schell, jetzt will man mein Geld. Ihr nennt mich schlappe Schwanz, doch ich war nie schuld an die Schiff seine Loch. Ich fordere Amnestie wie vor Berlusconi. Außerdem komme jetzt sehr viele Touristen zum Gaffen hierher. Boah. Vorher war da Hose tot, jetzt liegt er an meinem Boot. Nur ich bin nicht da. Grazie. Grazie tutti. Come ist Untergang? Im letzten Jahr, da hatten ja die Föß und Walter von der Vogelweide ein gemeinsames Jubiläum. Beide sind zusammen 840 Jahre alt geworden. Ja. Der von der Vogelweide alleine
und die Föß zusammen im Gesicht. Aber sie haben vieles gemeinsam, das muss man sagen. Der Walter von der Vogelweide war ja der bedeutendste Lyriker des Mittelalters. Die Föß, die bedeutendste Band des Jans und Kosmososos. Und ich würde sagen, die Beatles des Rheinlandes. Und der von der Vogelweide, der hat ja Liebeserklärungen geschrieben an adlige Damen. Und die Föß Liebeserklärungen an eine Stadt und ihre Menschen. Und was soll ich sagen? Hück auf und lef, jeck und jecken, sind sie hier. Nicht irgendwelche Föß, sondern de Blecke Föß. Ming Blumen lassen alles hängen. Wer hilft in der Nuss? Der Wellen sieht dich, ist wie Jack am Schengel. Der Junge hat sich am Boot. Und zum Fisch an der Obotik. Und sahen keine Tod. Der Wäschmaschine ist und total verrückt. Und hättest du mich mal gut. Ming Fernast wie Klich, Hosen bringt. Und der Jans Jürgen, da ist alles drin. Auf einem Abend und der Dünnchen sang. Wir leben wieder dran. Das Wasser von Köln. Die Quieken entstand. Wenn ein Berg ist, der Bruder, der Hut sie glanzt. Ja, wenn ein Berg ist, der Bruder, der Hut sie glanzt. Und jetzt die Bauer. Viele Menschen finden uns monoton. Immer nur das gleiche Lied die ganze Session. Immer Chinderassa, Bom und Humba-Tetere.
doch das ist total gemein, das tut wirklich weh. Wir sind ein Tambo-Chor und wissen genau, wir sind cool, wir sind hip, denn wir sind ein Tambo-Chor. Jeder kann die Trommel spielen. Wir sind cool, komm mal mit, wir bei uns im Tambo-Chor. Geiler Rhythmus mit ganz vielen. Da 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 Tambo-Chor, da da Tambo-Chor. Ba 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 ba, da 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 Tambo-Chor, da da Tambo-Chor. Oh 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 oh. Die dicke Trommel zu spielen ist gar nicht schwer. Doch so ein Tambo-Chor, der kann noch viel mehr. Das Blut pulsiert im Takt, weil uns der Rhythmus immer wieder packt. Hey, die Luft vibriert, der Beat in unseren Körpern explodiert. Mein Herz schlägt für die dicke Trommel. Mein Herz schlägt für die dicke Trommel. Decken machen Schindlerassabum. Schimmende Wasserbohr.